Kästchen frei rubbeln, Maske runter und tief einatmen. Kamille, Kiefer, Kaffee, wonach riecht's? Der Geruchstest bestanden wird, also man erkennt die Substanz, die ihr riecht, heißt es noch lange nicht, dass ihr auch wirklich negativ seid. Das nur so als Background. Zweimal pro Woche machen die Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule in Mannheim nun vor der ersten Stunde den Riechtest. Zwei Gerüche müssen sie dabei erkennen und in der dazugehörigen Handy-App aus der Liste auswählen. Und das am besten korrekt, sonst muss draußen direkt nochmal nachgeschnüffelt werden. Essig. Gut, genau. So Pfefferminz oder irgendwas? Sehr gut. Ja? Ja. Bestanden. Ein Nasenabstrich in diesem Fall nicht nötig. Also das mit dem Geruchstest finde ich ganz gut. Auch zugänglich für uns. Also wir können das selbst ganz gut machen. Es hat super geklappt, vom ersten Mal eigentlich. Ich habe es direkt gerochen und auch richtig erkannt. Also an sich finde ich den Test eigentlich ganz gut, aber ich bin mir ein bisschen unsicher, da meine Eltern beide schon Corona hatten und den Geruch erst nach einer Woche verloren haben. Dennoch kann der Geruchsverlust ein sehr wichtiges Symptom sein, um Patienten überhaupt zu ermitteln, weiß HNO-Arzt Frank Riedel. Da weiß man schon, dass ungefähr, die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, aber irgendwo zwischen 50% und 80% der Patienten eine Einschränkung des Geruchssinns haben. Und dann meistens auch relativ stark und heftig. Insofern ist es ein wichtiges Symptom, gerade bei Patienten, die sonst keine Symptome haben. Für das Testen in der Schule ist das Schnuppern definitiv eine praktikable Bereicherung. Denn der Riechtest tut nicht weh und ist deutlich schneller als der klassische Test. Nur ganz darauf verlassen sollte man sich nicht. Mit diesem Geruchtest, das ist nur eine Ergänzung, ganz klar. Und wir können eventuell auf diese Art und Weise den einen die andere Schülerin herausfinden, bei der eventuell ein Risiko besteht. Ja? Die strenge Linie, die am meisten schützt, ist ganz klar der Abstand, die Maske und das Lüften. Trotzdem eine wertvolle Möglichkeit, den Schulalltag mitten in der Pandemie für alle Beteiligten ein wenig sicherer zu gestalten.